Willkommen, Freunde, zurück bei Skyrim. Ja, man hat im letzten Part gesehen, wir können unser Kopfgeld hier immer noch nicht bezahlen. Deswegen hauen wir wieder ab von der Insel zurück nach Himmelsrand und dann schauen wir dort mal, was wir da machen werden. Ich denke mal, wir werden. Ja, ich glaube, wir machen mal die Gilde weiter. Die müssen wir noch zurück zu altem Glanze bringen. Obwohl wir können. Nein, wir machen was anderes. Wir gehen jetzt mal. Ach, Moment, hier. Wir gehen jetzt mal mit Serana zur Festung Dämmerwacht. Und wir sind ja inzwischen auch ein Vampir. Mal gucken, was da jetzt passiert. So, vorsichtshalber einmal speichern. Jetzt gehen wir hier mal rein. Oh, das wollte ich nicht. Mal schauen, was er jetzt sagt. Wer ist da? War doch was. Gut, wir müssen gegen ihn kämpfen. So, Isram. Sorry. Dann löschen wir jetzt die komplette. War ich Ausdauer? Ja, wir machen Ausdauer mal höher. Die komplette, gibt's das denn? Dämmerwacht aus, so. Wir machen mal Schmied. Wo ist Schmieden? Ich habe ja ein besonderer Stahl. Dann können wir, Schmieden können wir eh noch nichts machen. Okay, dann. Schießkunst. Leichte Rüstung. Zusätzlicher Rüstungsbonus von 25%, wenn ein besessenes. Was? Wenn ein passendes leichtes Rüstungsteil getragen wird. Und was ist das hier? 10% Chance auf vollständige Unversehrtheit nach einem Nahkampfangriff. Wenn du ausschließlich leichte Rüstung trägst. Okay, und wir haben leichte Rüstung. Haben wir auf 100. Moment, stopp. Erstmal hier runter, was ist das? Schleichen. Wäre vielleicht für die Raubzüge nicht schlecht. Schloss knacken. Schlösser, der sind viel einfacher. Was heißt, wer das hier? Du findest mehr Goldstücke in Truhen und das hier? 50% mehr Erfahrung beim. Okay, komm, wir machen das hier. Ja, wir. Aber den. Hi.
Nehmen wir die Stahlbolzen mit, das Problem. Er kann nicht sterben, das heißt, er ist ein wichtiger Charakter und wird noch gebraucht. Na gut. Dann können wir hier im Moment nichts machen. Und tschüss. Tut mir nicht weh. Wer seid ihr denn? Nicht einmal die Götter werden euch gnädig sein. Wer da schon wieder? Da ist er ja schon wieder. So, ich will mal was gucken. Ich wusste, dass es eines Tages so weit kommen würde. Ich wusste es, aber niemand wollte mir glauben. Hier draußen ist seid es so immer hell. Wachsam. Wo? Schlaf, wenn ihr könnt. Schlaf. Ist etwas für Schwache. Hatte die Augen auf. Woher seid ihr gekommen? Seid ihr gekommen? Ja. Okay, lassen wir das, hauen wir ab. Das bringt so ja nichts, ist ja Quatsch, was wir da machen. Das ist ja Blödsinn. Eieiei. Schwupp. Nicht den Kopf stoßen. Hatten wir noch einen Auftrag von der Gilde? Ich muss mal eben nachgucken, ich weiß es gerade nicht. Das ist der Seelenstein. Das waren die Seiten, den Herzstein. Das geht nicht. Das könnten wir mal. Das geht nicht. Das wäre blöd, das will ich nicht. Na gut. Ja, die. Die 30 Nierenwurz. Ich weiß nicht, ob wir das machen. Wenn ich mich richtig erinnere, ist den Aufwand im Endeffekt nicht wert. Sucht ihr nach Arbeit? Ich bin für die Diebstähle, Bilanzfälschungen. Oh. Und Raubzüge zuständig, die etwas delikateren Aufträge. Wurde auch Zeit. Brynjolf liegt mir schon wegen des Geldes in den Ohren. Na, soll ich mal nicht so anstellen. Ich glaube, wir machen jetzt einen Diebstahl. Es gibt wirklich jede Menge Leute, die ihre Wertsachen mit sich herumtragen. Sie warten nur auf jemanden wie euch, der ihnen die Taschen leert. Also, seid ihr bereit für eine kleine Diebestour? Jawohl, wir sind bereit. Immer schön die Augen offen und die Klappe geschlossen halten, dann gibt's keine Probleme. Hier sind die Einzelheiten. Der Diebstahl. Oh.
Wir sollen. Das ist ja jetzt blöd. Aber nun gut. Ja, wir müssen unsere Frau bestehlen. Ist das nicht lustig? Wie bescheuert. Aber nun gut. Hilft dir alles nichts. Das. Da müssen wir jetzt wohl durch. Da werden wir. Ja. Da müssen wir jetzt durch. Das. Am besten warten wir, bis er schläft, oder? Er steht im Tisch. Ja. Was macht die denn da oben? Es ist schön, euch wiederzusehen, Liebling. Hi. Benötigt ihr etwas, mein Herz? Babam. Mal gucken, ob die wieder Stroh hat. Werft einen Blick darauf. Generell mal gucken, was die hier so hat. Seelenstein, okay, ein Ring. Eine Puppe. Ja, schon ein paar interessante Sachen. Nö. Papa, ihr seid zu Hause. Habt ihr mir ein Geschenk mitgebracht? Ich glaube, wir haben nichts. Oder haben wir was? Warte mal. Ich hab nix, Mist. Oh, hört auf, mich zu ärgern. Entschuldigung. War mir gerade nicht sicher. Mama hat mich zum Markt mitgenommen. Dort haben wir einen riesigen Fisch gesehen. Den hättet nicht mal ihr tragen können. Autsch, hey. Stand es im Weg, sorry. Gut. Gehen wir zurück zu... Was ist passiert? Es ist mir eine Ehre, euch wiederzusehen, mein Tane. Papa! Okay. Wo ist eigentlich unser Pferd abgeblieben? Naja, das taucht schon irgendwo wieder auf. Irgendwo taucht das schon wieder auf, da bin ich mir ganz sicher. Na gut, dann werden wir Brynjolf, nee, Delvin, mal sagen, dass wir, naja, im Grunde genommen haben wir gerade unsere Frau bestohlen. Oh Mann, ich glaube, wir gehen hier nach mal zurück zur Burg von den Vampiren. Mal gucken, ob man da auch noch irgendwas machen kann. Hi. Ah, hallo. Was kann Saphir für euch tun? Gar nichts, weil Saphir will uns ja noch nicht mal ihren Namen verraten, wenn man danach fragt. Hehehe. Aber nun gut. So, Brynjolf. Da seid ihr. Wenn das so weitergeht, verdient ihr euch noch meinen Respekt. Ja. Gute Arbeit. Oh, wie viele Aufgaben muss man eigentlich hier machen? Wolfrieds und
Meine Güte, vor allem, wieso? Ja. Ich wünsche Erfolg, dass ihr euch verseht. So. Und noch Erfolg. Ja. Dass ja. Ihr euch ja. Verseht. Sehr gut. Was wollt ihr denn machen? Einen Diebstahl. Eine Zielperson mit einer schweren Fracht. Lust ihr, die Last zu erleichtern? Aber sicher dort. Schön. Hier ist alles, was ihr wissen müsst. Aber das machen wir jetzt noch nicht. Wo ist das denn? Windhelm. Nein, wir gehen jetzt nicht nach Windhelm. Das machen wir ein andermal. Wir gehen zurück zu den Vampiren. Mal gucken, ob da noch irgendwas ist. Jupp. Da ist die Burg. Da wollen wir hin. Vielleicht ist ja auch wieder eine Dämmerwacht-Wache da. Tja, wir sollten mal öfter als Vampir was machen. Damit wir die Talente da mal hochkriegen. Aber nun gut. Schauen wir erstmal, ob wir hier überhaupt irgendwas machen können. Oder ob hier. Erstmal werden wir zu den Gefangenen gehen. Damit wir ein bisschen Blut trinken können. Warum ich? Bitte nicht mehr. Irana, komm da raus. So, das war das. Wir haben, glaube ich, jemanden gestört. Jetzt geht es eigentlich hier lang. Okay, nur ein kleiner Vorratsraum. Mit. Einmal mehr haben die Schriftrollen der Alten ihren unschätzbaren Wert bewiesen. Ja, ganz toll. Braucht ihr etwas? Hallo? Sprecht mit Vingalmo. Er hat etwas für euch. Okay, wo ist der? Da hinten. Was hat er denn für uns? Er liegt im Sarg und schläft. Oh, dann schlafen wir auch mal. Im Sarg. Ihr werdet am Hof willkommen sein. Ganz sicher. Ich möchte euch gerne noch einen Rat geben, wenn ich darf. Seid vorsichtig, wem ihr traut. Nicht allen von uns liegen nur die Interessen des Hofes am Herzen. Ortjolf zum Beispiel. Er wird euch sagen, dass er es gut meint. Aber ihr solltet ihm wirklich nicht trauen. Vergesst das nicht. Verstanden? Warum kann man ihm nicht trauen? Er behauptet, ein treuer Diener zu sein.
begehrt er den Thron. Er sieht sich eines Tages selbst als Herrscher. Durch seinen Ehrgeiz werden ihm alle Mittel recht sein. Wenn ihr ihm vertraut, werdet ihr es bereuen. Wie kann ich helfen? Ich habe einen neuen Kandidaten für Harkons Geschenk gefunden. Ich entsende euch, um die arme Seele in unserer Familie willkommen zu heißen. Valindor von Rifton hat seine Ohren dort, wo wir gerne mitlauschen würden. Ihn in der Familie zu haben, würde unsere Möglichkeiten im Süden vergrößern. Beruhigt ihn. Nehmt ihm mit eurer vampirischen Verführungskunst die Furcht. Und wenn er nachgibt, nehmt ihn in den Arm und beißt ihm in den Hals. Was meint er mit Furcht durch vampirische? Wird nicht jeder ein Vampir, der von einem Vampir gebissen wird? Nun, der gesegnete Zustand des Unlebens kann zufällig übertragen werden. Denkt an die wilden Kreaturen, die in den feuchten Ruinen in der Wildnis ihr Unwesen treiben. Nur jene, deren Abstammung auf Harkons sterbliche Blutlinie zurückzuführen ist, können die Macht empfangen, die von seinem vampirischen Blut ausgeht. Und nur dann, so scheint es, wenn die Sterne am Himmel richtig stehen. Ich habe eine solche Seele gefunden. Und die Sterne scheinen günstig zu stehen. Okay. Warum kann ich das Geschenk von Harkons Blut verleihen? Weil er euch einen Teil seiner Lebenskraft verliehen hat, als er sein Blut mit dem euren vermischte, in jener Nacht, als ihr mit Serana zurückgekehrt wart. Ein kleiner Anteil seines Blutes fließt jetzt für immer in euren Adern. Verstanden. Wenn ihr die Umarmung anbietet, achtet darauf, dass euch keine neugierigen Augen beobachten. Unser neuer Bruder kann sicher etwas Ruhe gebrauchen, während sich sein Blut verwandelt. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr euren Teil getan habt. Okay. Bis zum nächsten Mal. Hoppala. Braucht ihr etwas? Gut, Freunde, ich würde mal sagen, das soll es für heute gewesen sein. Wir setzen uns erstmal hier hin und ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir weiter. Bis dann und ciao.